Nach Angaben der US-Regierung versucht Russland weiter diese Bemühungen, sind ein Waffenhändler namens Ashit Mkrtytshe. Zu ihm versucht Russland, ein Geheimwaffenabkommen mit Nordkorea zu vermitteln. Russland kann somit mehr als 2 Dutzend Arten von Waffen und Munition aus Nordkorea erreichen. Russland bietet Nordkorea an Essen. Eine solche Vereinbarung verstößt gegen eine Reihe von Resolutionen des UN-Sicherheitsrates, sagt Kirby. Die US-Regierung hat die neuesten Aussagen Nordkoreas zur Kenntnis genommen, dass das Land keine Waffen an Russland verkaufen oder liefern möchte. Wir werden diese Angelegenheit weiterhin beobachten.